Hallo und willkommen zurück zum Radsportmanager mit Jan Ulrich. Wir sind im weißen Trikot unterwegs, haben im Prolog den dritten Platz mit unserem Team belegt, aber haben auch schon mal 18 Sekunden verloren, 19 Sekunden sogar auf die Klasmonigers-Jungs. Wir sehen, Katjuscha hat sich auch noch vor uns platziert. Vorne wird also Russisch und Kasachisch gesprochen, weil gar nicht viele Kasachen im Team dabei sind. Heute sind wir natürlich nicht in Topform unterwegs. Wir haben quasi einen orangenen Balken. Also heute keine Wunderdinge erwarten. Trotzdem sind wir auf Platz 3 genannt bei den Favoriten. Trotz unserer wirklich schlechten Form. Wir haben auch Seri, der sich jetzt da vor uns spannt, weil wir auch Teamkapitän sind. Wobei ich glaube, dass Dev Krass, der deutlich besser in Form ist, als wir es sind, vielleicht heute sogar bessere Optionen hat, obwohl er gestern beim Zeitfahren schon abgehängt wurde. Das war ein relativ schneller Start der Etappe. Gibt Probleme, bis ich hier Ausreißergruppe finden darf. Jetzt ist einer unserer Jungs dabei. Wäre natürlich schön, wenn das klappt. Sieht nicht so gut aus. Absoluter Topfavorit heute auf den Sieg ist Formolo. Ich muss ja mal gerade ein bisschen kurz ignorieren. Formolo von Casamonigas. Einen Bergwert von 84, natürlich sensationell. Noch ein sehr junger Fahrer, der quasi mit uns groß geworden ist. Zähigkeit, Regenerationswert sind wir sogar stärker. Wir starten auch hier mit der Startnummer 1. Wie man sieht, habe ich gar nicht so gesehen vorhin. Aber ich glaube nicht, dass wir heute die Etappe gewinnen können. Da muss die Tagesform muss schon stimmen. Weil wir jetzt relativ weit nach vorne gefahren sind gerade. Im gelben Trikot ist Peter Wielitz. Können wir hier vorne sehen. Inzwischen auch Verkehrsmonigers fährt, der eigentlich ja bei BMC Racing unter Vertrag steht. Auch der erste Träger des roten Trikots dieses Jahr bei der Vuelta gewesen, die ja neutralisiert wurde und quasi hat das dann natürlich auf der zweiten Etappe logischerweise verloren, weil er hat es ja nur, naja, wie soll man sagen, pro forma getragen. Der Fall zeigt jetzt nach unten, was nie ein gutes Zeichen ist. Aber wie gesagt, heute werden wir keine großen Optionen haben. Es würde mich überraschen, wenn wir tatsächlich um den Sieg mitfahren können, gerade da Formolo auch am Start ist. Hat sich hier Sascha, heißt der Sascha Weber? Ich weiß es gar nicht genau. Weber hat sich auf jeden Fall vor uns gespannt. Guter Fahrer in der Ebene, also kann er sicherlich uns ein paar Kräfte sparen. Die Etappe ist natürlich nicht so mörderisch lang wie Mailand-San Remo. Das sind in Anführungszeichen, glaube ich, nur 160, 70 Kilometer gewesen. Hier im Cycling war zeitgleich mit uns anscheinend in der Teamwertung. Also die haben jetzt da vorne einen Ausreißer mit dabei. So, da war anscheinend einer von unserem Team, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, doch nicht. So, Moris ist vorne dabei, Novak, Antunis, Sterbini und Meier, aber nicht Cameron Meier. Das ist ein anderer. So, wir sind jetzt hier im ersten Berg der zweiten Kategorie. Und einige Fahrer auch schon Probleme haben. Unter anderem Weber, der quasi vor uns herfahren muss. Ja, wie gesagt, ich setze heute eigentlich auf Steph Krass, der von den Formwerten relativ gut ist. Der Berg wird jetzt anscheinend gleich nochmal von der anderen Seite hochgefahren. Ganz witzig. Gespannt heute. Tagesform minus 3, also es läuft quasi alles gegen uns. Aber gut, dann habe ich keinen Druck. Kann ich ganz locker flockig in den letzten Berg reinfahren und einfach sagen, wisst ihr was, ich kann nichts dafür, die Tagesform war schlecht, die Fitness war schlecht. Ich bin nicht schuld. Aber wie gesagt, alles Formaufbau Richtung Tour de France. Wir haben ja schon einige gute Ergebnisse geleistet. Bislang sind wir bei allen Rundfahrten vorne angekommen. Auch bei den Eintagesrennen, die wir gefahren sind, waren wir eigentlich ganz gut dabei. Jetzt Mailand-San Remo logischerweise nicht. Aber das ist natürlich auch unser Anti-Profil. Das ist für die Sprinter, für die explosiven Hügelfahrer vielleicht noch. Und dieses Jahr haben es die Sprinter unter sich ausgemacht. Der Maja leider nur Zweiter geworden aus unserem Team. So, für welches Team wir nächstes Jahr fahren, weiß ich noch nicht. Vielleicht bleiben wir auch bei Placo Schmidt, weil der Name mir einfach nicht gefällt. Wir schauen mal, was wir für Angebote bekommen. Ich denke mal, da werden einige Top-Teams dabei sein. Können wir uns in Ruhe auswählen, vor allem die Mannschaften vorher mal genau begutachten. Wer dann da alles dabei ist, weil in den Bergen einige Fahrer, gute Fahrer dabei zu haben, ist natürlich super.
Was uns aber auch nichts bringt, ist, wenn wir nie beschützt werden, weil wir nie Kapitän sind. Das wäre auch doof. Tagesform minus 1, da sind wir nochmal glimpflich mit rausgekommen. Das sind jetzt noch 28 Kilometer, also der letzte Anstieg ist nicht besonders lang. Ausreißer sind trotzdem noch 2 Minuten weg. Kommen wir schon mal ein kleines Stückchen nach vorne. Und auch unsere Jungs sind quasi alle so um uns vereint. Warren Buggy fährt vorne. Steph Cross sehe ich jetzt gerade nicht, aber der müsste auch in der Nähe sein. Es gibt bestimmt eine coole Ankunft. Bin gespannt, wie wir mithalten können. Jetzt sehen wir einige Katyusha-Jungs. Warren Buggy mit einem Wert von 79. Astana natürlich hier in Mannschaftsstärke. Formolo, lockerer Dritt, sieht gut aus. Eine Flasche Wasser wäre vielleicht noch ganz geil, wenn die einer holen würde. Vor dem Berg. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, wir müssen mit dem Wasser fertig fahren und selber Wasser holen. Würde jetzt zu viel Kraft kosten, weil das Tempo gar nicht so hoch ist. Ich riskiere es gerade mal. Ich hoffe mal, dass das Tempo jetzt nicht genau in dem Moment angezogen wird. Na, da 20 Kilometer den Berg hochtuckern. Das kann schon noch mal ans Wasser gehen. Das kostet natürlich ein bisschen Kraft, da wieder nach vorne zu fahren. Na komm, Ulle, tank dich durch. Jetzt fährt er aber auch immer wieder da vor uns, penetrant. Ja, wir müssen ja nicht allen ins Wasser bringen. So, weil der Berg eh nicht besonders lang ist, können wir, denke ich mal, schon etwas schneller da reinfahren. Ja, das Wasser holen wir, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt geht es hier in den Berg rein und wir sind relativ weit hinten. Ja. Das war nicht so clever von mir, aber was soll's. Natürlich komplett eingeklemmt. Und ich versuche jetzt nach vorne zu fahren. Davon gab es jetzt aber noch keine. So, jetzt kommt das ein bisschen durch. Jetzt muss ich halt mal vorne ankommen, hoffe ich. Sinnlos Kräfte verballert wegen dem vollen Wasser. Jetzt hängen wir wieder fest. Da vorne attackiert jetzt Warren Buggy. Das ist sehr, sehr hoch. Aber ich hoffe mal, dass wir da schon ein Stück nach vorne kommen. Das ist der Krass fährt da vorne, dem geht es eigentlich noch ganz gut. Wenn ich dann ein bisschen schneller fahren. Kann ich abhängen lassen. So, jetzt sind wir auch in der Spitzengruppe mit dabei. Ein Stück nach vorne. Jetzt wird hier attackiert. Wieder Warren Buggy. Dann würde ich mich vielleicht jetzt einfach mal dranhängen. So, jetzt sind wir an der Spitze angekommen. Jetzt können wir ein bisschen Tempo rausnehmen. Ja, wir sind hier in Mannschaftsstärke ganz gut am Start. Da wird jetzt nochmal attackiert, da müssen wir wieder mit. Kommen Buggy war auch wieder dabei. Hübala, das sah nicht so sauber aus. Und auf Jungs, na gut, das ist unser Teamkollege, der da vorne wegfährt. Von daher lassen wir das doch mal. Und Warren Buggy die Etappe gewinnen kann. Ja, ich kann trotzdem mal hinterher zu gehen. Aber da vorne ist jetzt auch Formolo, der wahrscheinlich einfach zu stark ist. Ja, jetzt hat er sich abhängen lassen, weil er sagt, jetzt hakt sich Ulle wahrscheinlich da wieder fest. Ach Mensch, fahr zur Seite. Jetzt fahr doch drum. Das ist doch jetzt ein Witz. Das war doch jetzt echt ein Witz, dass er sich da festgehakt hat. Das hat ja eine Minute gekostet.
Also wir werden nicht ganz vorne ankommen. Formolo wird es gewinnen. Das war auch ein bisschen eine unglückliche Ankunft. Jetzt muss man sagen, es sind noch 1,7 Kilometer und ich habe Ulle jetzt, glaube ich, kaputt gefahren. Es wird etwas flacher zum Glück. Das war nicht besonders clever von mir. Aber irgendwie hat man auch gemerkt, dass heute nicht so viel drin war. Bin sehr auf die Tour de France konzentriert. Da kommt jetzt noch Grass an uns vorbei. Formolo schon lang im Ziel. Über 3 Minuten, aber was soll's. Unser Fitness ist nicht super. Wir hätten sicherlich ein bisschen weiter vorne landen können, wenn ich es ein bisschen cleverer gefahren hätte, aber das Festhaken eben war natürlich auch nochmal der Hit schlechthin. Also auf Platz 7 sind wir insgesamt eingefahren. Formolo gewinnt, wie erwartet, Manuel Senni wird Zweiter. Warren Barguil, der heute viel versucht hat, wird Dritter. Und wir haben ja noch 2 Bergetappen, wo wir was machen können. Also ist noch nichts verloren. Aber Formolo hat auch schwer getreten, als er hochgefahren ist. Wie gesagt, war jetzt nicht besonders clever von mir gefahren. Gab sicherlich schon bessere Rennen. Wir sind jetzt Fünfter in der Gesamtwertung mit fast 4 Minuten Rückstand. Verspreche auf der nächsten Etappe, die wir jetzt gleich fahren, werde ich mich etwas besser anstellen. Da sehen wir, naja, es ist jetzt nicht unbedingt so unser Profil. Bei den Favoriten sind wir trotzdem auf Platz 3 genannt, weil es hier als Bergetappe deklariert ist. Aber ich sehe das eigentlich eher als hügelige Etappe. Naja, wir schauen trotzdem mal rein. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir sehen, dass wir immer noch in der Nachwuchswertung führen. Das ist wieder mal ein bisschen konzentrierter am Bergfahren. Das war jetzt letzte Etappe echt ein bisschen blöd, auch mit dem Wasser holen. Also ich bin ein bisschen sehr experimentierfreudig momentan. Wir werden jetzt auch nicht mehr beschützt, weil wir nicht der Beste unseres Teams sind. Die Gesamtwertung. Da ist jetzt Warren Barguil mit 1,58 Rückstand auf Platz 3, der beschützt wird. Wir schauen mal, ob wir heute dann vielleicht etwas cleverer fahren können. Können wir ja auch mal eine neue Taktik fahren und am Berg der ersten Kategorie vielleicht schon mal eine kleine Gruppe entstehen lassen. Aber das wird schwierig. Gut, dass Formolo hier die Rundfahrt gewinnt, ist, denke ich mal, beschlossene Sache. Da wird es keine zwei Meinungen geben. 11 Fahrer sind vorne weg. Könnt ihr euch hier anschauen, wenn euch einer gefällt. Jetzt kommt er dabei, wo ich sage, wow, jawohl, der ist es doch. Den muss man im Blick behalten. Der unter 25 Wertung ist Dave Grass unser größter Konkurrent, 12 Sekunden hinter uns. Es hat uns in der letzten Etappe leicht geschlagen. Teamwertung führen wir natürlich, wir haben ordentlich Fahrer vorne platziert. Sprintwertung sind wir auf Platz 7 mit 9 Punkten. Bergwertung sind wir auf Platz 11, da haben wir immer noch 2 Punkte bekommen für die letzte Ankunft. Ich denke mal, damit können wir in diese Etappe reingehen. Schauen wir mal, was heute drin ist. So schwach waren wir eigentlich auf der letzten Etappe gar nicht. Wie gesagt, ich bin es einfach nicht gut gefahren. Das muss man ganz klar sagen. Auch 1,5 Kilometer vorm Zielplatz zu sein, das ist uns auch schon lange nicht mehr passiert. Normalerweise kann ich den Wert ja immer ganz gut regulieren. Dass wir so weit hinten im Feld waren, war auch nicht clever. Das ist mir diese Saison ja auch schon mal passiert bei der Tour of Oman, wo das ja noch sehr, sehr gut geklappt hat mit Platz 3. Aber es klappt halt nicht immer. Muss man ein bisschen wacher fahren. Und ich denke mal, vorne in den Berg reinzufahren, ist ja nie schlecht. War nicht besonders clever gemacht. Gibt Minuspunkte. Aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn man nur Siebter wird. So, Warren Barguil fahren wir heute in Grund und Boden. Ich will der Beste im Team sein. Ich bin absoluter Teamplayer. Den dreht ich vom Rad den Sack. Nein, natürlich nicht. Mit so einem schönen Placo-Schmidt-Trikot. Es ist ja grauenhaft. Was ist überhaupt... Rubiano hat es gerissen. Boah, den kennen wir ja noch. Er hat uns damals bei der Polen-Rundfahrt begleitet. Steht hier recht im Sack. Beleidigen jetzt alle hier als Sack, als Säcke. Quatsch. So, sind noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Strecke sehr, sehr schön. Wie gesagt, Trentino, Giro del Trentino. Eine der schönsten Rundfahrten, wie ich finde. Vom Profil her. Und warum sind wir in der Gesamtwertung Vierter? Was ist denn passiert?
Mathis ist in A6, in A5 jetzt. Was ist denn mit dem passiert? Der war wohl in den Sturz involviert, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist er jetzt ordentlich weit zurückgefallen. Es sind nur noch 39 Fahrer in der Gruppe drin und ich quatsch mich hier tot und der gelbe Balken ist ziemlich aufgebraucht. Was ist denn hier los? Unser Team macht Tempo anscheinend. Nee, Gasmonikas macht Tempo. Krass. Tagesform ist, na, der Pfeil zeigt nach oben. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück. Schauen wir mal. Wäre natürlich ganz schön. Ein bisschen rehabilitieren für die gestrige Etappe. Tagesform plus 1 ist jetzt angezeigt. Wird sich wahrscheinlich noch nach unten korrigieren auf plus minus 0. Das sind wir ja schon fast ein bisschen gewöhnt. Aber es korrigiert sich auch häufig nach oben. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da häufig Pech habe. Das ist absolut 50-50. Man behält meistens nur die schlechten Tage in Erinnerung. Geht es hier leicht, leicht bergauf zur Sprintwertung. Wie gesagt, ich finde diese Rundfahrt einfach schön. Sieht einfach schick aus, macht Spaß, die zu fahren. Tolle Profile, wobei das jetzt heute noch nicht mal so wahnsinnig geil ist. Soll man am Berg der ersten Kategorie schon mal was versuchen? Zumindest mal kurz, ist natürlich noch relativ weit vom Ziel weg. Jetzt geht es hier 5 Kilometer Berg der zweiten Kategorie hoch. Staucht sich das Ganze jetzt wieder etwas zusammen. Noch wieder 73 Fahrer. Treten jetzt den ersten Klasse-Monegas-Fahrer etwas schwerer. De Marchi, der ja auch ein BMC-Fahrer eigentlich ist. Jetzt sind wir gleich schon oben noch 1 Kilometer. Die Ausreißer, oder zumindest ein Teil der Ausreißer, sehen wir da vorne auch schon. Obwohl, das müsste die Führungsgruppe sein. Genau. Reuters. Bergwertung führt Simone Sterbini. Gut, Sterbini. Das ist ein Zauberer, der machen kann, dass du tot bist. Plus ist Sterbini. Ja, schlechte Witze gibt es halt auch inklusive. Plus Ruckler. Die sich jetzt gerade so ein bisschen einschleichen. Jetzt kommen wir mal ein Stückle vor. Habe ich gerade Schwäbisch gesprochen, obwohl ich aus Hessen komme. Das war schlecht. So, wir reihen uns mal hier ein und wie gesagt schauen, was wir vielleicht am Berg der ersten Kategorie schon machen. Und danach geht es so, ja, gemächlich bergauf. Das ist dann eigentlich nicht mehr so unser Terrain. Wir hier machen können. Wahrscheinlich fahren die Krasmanigas-Fahrer eh schneller, dann können sie nicht. Dann haben wir hier mal so ein paar Kilometer rein und auf der Abfahrt können wir uns ja wieder erholen. Schön. Krasmanigas-Jungs fahre ich jetzt mal kaputt. Auch Warren Baggi hat da jetzt Probleme. Formolo wird keine haben. Jetzt sind noch 4 Fahrer dabei. Manches ist wieder dabei, der ja so böse gestürzt ist vorher. Da fährt jetzt jemand uns vorbei, der sagt. Der ist krass, der wieder hingefahren ist. Manches fährt uns weg. Was geht mit dem ab? Ist ja wie Lance Armstrong damals, als er gestürzt ist. Warte mal auf uns, Junge, dann können wir vielleicht zu zweit wegfahren, wenn er ist. Muss ja erstmal dem Auto ausweichen. Natürlich zu früh. Zu früh. Ich wollte ja gar nicht alleine fahren. Alleine ist jetzt Gift. Also alleine fahren bringt uns gar nichts. Da fahren wir uns nur gleich kaputt. Dann lassen wir manches ziehen. Ich wäre jetzt gerne mit einer Gruppe drüber gefahren. Aber dann, wie gesagt, manches ist zu stark heute. Das ist krass. Dann können wir uns gleich dranhängen. Nein, komm, bleib dran, Ulle. Ach Mensch, jetzt fährt der Sack einfach an uns vorbei, ist doch idiotisch. Jetzt hätten wir doch prima da zu zweit hinterherfahren können. Uns abwechseln, aber nein, er muss uns ja wegfahren. Wie blöd ist das denn? Nee, da fahre ich jetzt
Da ballere ich jetzt auch keine Energie, um dahin zu fahren. Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt können wir ein bisschen Energie verballern, wenn es sein soll. Noch 31 Kilometer ins Ziel und der gelbe Balken ist schon fast weg, aber bei allen. Ich mache jetzt kein Tempo. Ich nehme mich jetzt an diese Gruppe dran und schaue, was die machen, aber da fährt auch keiner. Da haben wir noch Senni. Aber Formolo ist jetzt, bislang hat er, glaube ich, seine Kräfte ganz gut gespart. Jetzt hängen wir, die beiden, die zu zweit sind, hängen sich jetzt hinten an den Zweitplatzierten der Gesamtwertung. Ist ein bisschen bitter. Das macht man eigentlich nicht. Eigentlich müsste er jetzt sagen, Jungs, fahrt ihr doch auch mal vorbei. Nur rein taktisch gesehen. Sind jetzt eh nur noch 9 Sekunden. Ich denke mal, wenn wir uns rumdrehen, sehen wir die anderen auch schon. Jawohl, da ist es auch vorbei. Jetzt versucht Steff krass wegzufahren. Versuchen uns mal ein bisschen in der Gruppe zu verstecken. Gut, dass Seri quasi hinterher fährt. Da entsteht jetzt wieder eine kleine Lücke. Seri hat Herz gerissen. Und Formolo hat, glaube ich, nicht den besten. Na, jetzt fährt er hinterher. Können wir allerdings nicht. Wir müssen zuschauen, wie er wegfährt. Genauso wie Edmondson. So viel zum Thema. Ich fahre heute mal taktisch klüger. Das war nix. Das war definitiv gar nichts. Jetzt hat sich da vorne eine gute Gruppe gefunden und wir sind natürlich nicht dabei. Aber wenn ich jetzt hinterher gefahren wäre, dann wären wir schnell platt gewesen. Wäre trotzdem ganz nett, wenn jetzt hier mal irgendeiner fahren würde. Gerade Warren Buggy könnte vielleicht uns mal helfen. Das Tempo vorne ist jetzt auch nicht riesig. Das wäre ja nett, wenn einer auch dann mal vorbeifährt. Will aber keiner so richtig. Jo, da nehme ich Tempo raus, ne? Wenn keiner fahren will. Da vorne sind die. Ihr müsst jetzt nur ein bisschen Tempo machen, ihr Wichser. So, Ron Buggy, macht das mal. Hab ich kein Wichser gesagt, es tut mir leid. Das sagt man nicht. Ja, übertreib's nicht, Warren. Das ist einfach zu schnell. Da haben wir jetzt einige ordentlich Probleme. 12 Kilometer, die vorne fahren auch nicht wirklich schneller. Und da fahren wir jetzt sogar wieder hin. Was machen die? Machen Stehversuche da? Seid ihr irre oder was? Das war jetzt unser Glück, dass die hier Stehversuche machen. Ein bisschen regenerieren. Fahren wir kurz ein Stück vor. Genau. In einer Position sein, wo keiner stören kann, wenn ich, oder wo ich zumindest mithalten kann. So, da haben wir jetzt ordentlich Suff gehabt, muss man wirklich sagen. Muzzle. Unser Energieriegel burnt jetzt auch gerade rein. Das ist noch 7,6 Kilometer. Der Anstieg ist jetzt nicht mega steil. Jetzt geht es auf 75 runter. Versuchen wir den Berg mal von vorne zu fahren. 5 Kilometer noch. Oben wird es allerdings erst steil. Da kommt jetzt Mindjes wieder mit Anton. Da hängen wir uns mal hinten dran. Können wir vielleicht noch ein bisschen Kräfte sparen. Wobei Mindjes jetzt ordentlich reintritt. Ich glaube, Kräfte sparen ist da nicht viel, aber es ist jetzt ein flaches Stück. Elf Fahrer sind dabei, unser gelber Balken ist allerdings gleich weg. Muss jetzt leider auf 70 runtergehen. Also wir müssen die jetzt wohl fahren lassen. Ansonsten haben wir da keine Chance mehr. Boah, jetzt geht es nochmal richtig steil rein. Ja, jetzt geht es schon in den roten Bereich. Da ist Formolo, der jetzt vielleicht nochmal an allen vorbeifahren wird.
Ja, das war zu steil für uns hinten raus. Hat vielleicht auch zu früh zu viel Energie verballert, aber Formolo ist platt. Krass, Meintjes hat heute einen super Tag trotz Sturz und gewinnt auch die Etappe vor Amador und Edmondson. Unser Team ist ziemlich geschlagen. Toll, jetzt fährt der Sack noch im letzten Moment an uns vorbei. Zehnter sind wir nur geworden. Also wieder taktisch nicht besonders klug von mir. Borden Bagi war auch platt, da haben einige Fahrer sich aber früh übernommen, inklusive uns. Am Berg der ersten Kategorie schon zu fahren war keine gute Idee, weil wir keine entscheidende Lücke reißen konnten und sich vor allem keine Gruppe gefunden hat. Und als sie sich gefunden hatte, waren wir nicht dabei und die haben dann Stehversuche gemacht. Ganz irre. Also merkwürdiger Verlauf, auch dass Formolo nur Sechster wird und vielleicht sogar die Führung eingebüßt hat an Senni. Mal gespannt, wie jetzt die Gesamtwertung aussieht. Wir werden uns nicht wirklich verbessert haben. Aber jetzt die nächste Etappe, da werde ich wieder richtig gut fahren. Solange es das nicht bei der Tour passiert, dass ich mich so blöd verhalte, ist alles im grünen Bereich. So, meint jetzt der Bergsprint, da muss man sagen, Respekt nach dem Sturz, noch so weit nach vorne zu kommen. Formolo bleibt trotzdem in Führung. Wir haben auch nur eine Minute heute verloren, sind jetzt 4 Minuten 16 hinten. Jetzt die vierte Etappe ist natürlich der absolute Mörderberg. 177 Kilometer lang und das ist irre. Also freue ich mich jetzt schon wie ein Schnitzel drauf. Und wie gesagt, danach geht es dann zur Tour auf California, wo wir auch besser in Form sein werden. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal diesen genialen Schlussanstieg. Wir sind auch nur noch auf Platz 5 bei den Favoriten. Naja, bis gleich. Da sind wir auch schon wieder und heute hoffe ich mal, dass wir ein bisschen besser abschneiden werden, obwohl wir bei den Favoriten nur auf Platz 5 sind. Unsere Regenerationswerte sind aber etwas besser als die zum Beispiel von Steph Grass. Fünfter in der Gesamtwertung, ich weiß nicht, Warren Bagie ist immer noch Vierter, obwohl er gestern ein bisschen Zeit eingebüßt hat. Seri war gestern sehr, sehr stark, ist auf Platz 8 und der Vierte im Bunde. Achso, ja. Sind wir. So, wir werden wieder keinen Helfer bekommen, leider an die Seite. Weil Warren Bagi ja immer noch vor uns liegt in der Gesamtwertung. Ich hoffe mal, das können wir heute ändern. Der Schlussanstieg ist brutal. Man kriegt ihn hier gar nicht rein. Ins Bild. Gibt vorher schon einen Berg der ersten Kategorie. Aber hier, der Schlussanstieg wird es in sich haben. Vielleicht können wir heute mit dem konstanten Tempo ja nochmal ein bisschen Zeit gut machen. Eine gute Tagesform wäre ein Traum. Jetzt müssen wir erstmal den Berg der ersten Kategorie ganz gut überstehen. Die Ausreißergruppe hat sich auch schon gefunden. Ein Irrer fährt noch hinterher und hat es jetzt auch geschafft. Jetzt sind wieder die üblichen Verdächtigen, die hier dabei sind. Durasek. Ach hier, Godoy gibt es noch. Hat er nicht mal Deutschland sucht den Superstar gewonnen? Thomas Godoy oder sowas? Ich glaube ja. Ist lang her. Man muss ihn auch nicht mehr kennen. Es ist schlimm genug, dass ich ihn kenne. So, bevor er jetzt immer grün aufleuchtet vorne, machen wir mal weg. Schauen, was Ulle für tolle Werte hat. Wir sind immer noch Erster in der Nachwuchswertung. Haben da Steph Grass auf der letzten Etappe auch ordentlich was abgenommen. 2,37 vorne. Sprintwertung sind wir auf Platz 8. Bergwertung ebenfalls und in der Gesamtwertung 5. Ich würde sagen, gute Platzierung. Mit einer bisschen besseren Taktik. Hätte das durchaus noch besser sein können. Aber heute warte ich jetzt auch versprochen bis zum Schlussanstieg. Ich werde versuchen, vorne in den Berg reinzufahren, abzuwarten, konstant hochfahren. Vielleicht sogar mal eine Attacke mitgehen. Können wir ja alles mal machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Giro del Trentino ist auf jeden Fall zum Ausprobieren da. Dann gerade im Campo Carlo Magno. Ja, 5,4% steil, 16,4 Kilometer lang. Also schon ordentlich. 1672 Meter hoch. Das sind jetzt immer noch 5 Kilometer, also schon ein ordentlicher Berg, wo das Tempo natürlich noch sehr niedrig ist. Lacht der Ulle darüber. Ja, dass Formolo jetzt so eingebrochen ist, wahrscheinlich auch taktisch nicht so clever gefahren auf der letzten Etappe. Aber vielleicht auch noch nicht so top in Form. Zu der Zeit im Jahr sind wir ja auch nicht, aber Formolo hat am Berg natürlich nochmal deutlich bessere Werte. Aber halt wieder ein Fahrer, schauen gerade mal auf den Zeitfahrwert.
69, das ist natürlich, wenn wir eine 80 da fahren auf 40 Kilometer, da ist durchaus was drin. Das andere Zeitfahren ist natürlich ein bisschen bergig. Da wird er nicht so viel Zeit verlieren. Uns wird war jetzt gerade unter 100, also waren wir klinisch fast tot. Das Bergtrikot sehen wir hier vorne, Sunny. Der ja ein bisschen Zeit gut gemacht, aber nur noch 1,28. Ein bisschen Zeit gut gemacht hat. Gesamtwertung sehen wir. Wie gesagt, Louis Meintjes muss man auf jeden Fall nochmal sagen. Krasse Leistung. War zwischenzeitlich in A7 hinten. Musste also quasi kämpfen, um überhaupt wieder an die Gruppe ranzukommen. Und hat es dann tatsächlich geschafft. Und hat die Etappe geholt. Unser Team fährt immer weit vorne, immer viele Fahrer dabei, also schon ein starkes Team. Kann man vielleicht tatsächlich überlegen, ob man im Team bleibt, weil wir hier häufig auch Teamkapitän sein werden. Bei Cas Monikas wäre das dann was anderes, wenn die uns überhaupt haben wollen. So, die einzige Sprintwertung des Tages geht an die Ausreißer, da ist Louis Meintjes auch vorne. Hier ein bisschen hin und her und hin und her. Da kommt einer aus der Ausreißergruppe anscheinend zurück. Der wird noch einen schönen Tag haben hinten im Gruppetto, das sich ja schon gefunden hat. A2 sehen wir da mit 13 Fahrern. So, und ich glaube, das ist genau dieser Berg, den wir letztes Jahr auch gefahren sind. Im Zweitkategorieberg bin ich, glaube ich, eingestiegen. Und dann sind wir in diesen Wahnsinnsanstieg hoch. Und wie gesagt, Zweiter hinter Mikkel Landa sind wir, glaube ich, geworden, der im Endeffekt auch die Rundfahrt gewonnen hat. Schlängeln uns hier weiter durch die Pampa. Jetzt geht es auch gleich in die Ebene und dann den ewig langen Anstieg hoch auf den Mond. Tagesform plus minus 0. Schauen wir mal, Warren Barguil hat einen guten Tag mit plus 3. Steph Krass leider minus 1. So, mal schauen, was im Endeffekt übrig bleibt. So, jetzt fahren wir in die zweite Kategorie Berg rein. Ich glaube, genau hier sind wir eingestiegen letztes Mal. Minus 1 haben wir jetzt leider bekommen. Und Warren Barguil plus 5. Also wird das heute wohl nichts werden. Für uns. Für Warren Barguil ist das top. Nichts passieren, denke ich mal, wenn man clever ist, nicht wie dieser Mann hier, der mal eine selten dumme Attacke macht und jetzt quasi einbricht. Schlau gemacht, Junge. Für bessere Attacke macht hier Baldoni, der aber wahrscheinlich auch das Profil nicht kennt und nicht weiß, dass da gleich noch ein bisschen hügelig wird hinten aus. Ne? Also hier sich jetzt auf der Abfahrt da kaputt fahren vorm Feld, ist nicht die cleverste Nummer. Ja, und das war es auch schon für ihn. Trotzdem schön, dass er es mal probiert hat. Noch einmal kurz im Bild. Ein bisschen Werbung für den Sponsor gemacht, natürlich. So, hier geht es jetzt in den Berg rein. Wir fahren nochmal ein kleines Stück hier vorne. Und schauen dann, wann wir das Tempo erhöhen. Wir sehen schon am Pulswert von Warren Barguil, dass der heute einen super Tag hat. Hat ja 10 Schläge weniger als wir. Dann fahren wir den Berg mal von vorne konstant. Mal schauen, wer mitfahren kann. Die Cas Monikas-Fahrer anscheinend schon. Weil die uns, glaube ich, eher gerade ein bisschen blockieren. Fahren wir mal zur Seite, Junge. Wenn man die 4 drückt, sollte er normalerweise zur Seite fahren. Aber irgendwie klappt das Netz richtig gut. Und gut, dann ruhen wir uns halt doch noch ein bisschen aus. Jetzt fährt Ulle tatsächlich mal vorbei. Fahren wir mit dem Wert hier hoch. Schauen, was drin ist. Sind noch 16,3 Kilometer. Dann gehen wir kurz auf 70 runter. Vorne sind wir Spokes. Ich muss mich an Sergeant Dokes erinnert von Dexter, die Serie.
So, geht's den Jungs hier irgendwie ein bisschen dreckig? Joa, ein paar fallen jetzt schon raus. Aber jetzt nicht dramatisch. Zwei Krasmanigas-Fahrer, die noch hinter uns sind. Peter Wölitz, der quasi das Führungstrikot getragen hat. Manfredi ist noch dabei mit einem Bergwert von 74. Dann holen wir jetzt gleich die nächsten ein. Hoffen mal, dass wir mit dem Wert 70 durchfahren können. Und dass wir mit unserem konstanten Tempo ein paar andere kaputt fahren. Ron Bagui geht es immer noch ziemlich gut, wobei er einen höheren Pulswert hat als wir. Steph Krass dreht gerade durch. Er ist sich nicht sicher, ob er vorfahren soll oder ob er einfach mit dem Fahrrad den Hügel runterrasen soll. Wir bleiben auf 70. Können wir später nochmal höher gehen, falls es möglich ist. Wie gesagt, machen wir das mal hier im Ulle-Stil und stampfen den Berg hoch. Jetzt attackiert Warren Bagui. Der sich auch ganz gut absetzen kann. Jetzt kommen wir schon nichts vorbei. Wie gesagt, ich muss allerdings bitte gerne mit dem Tempo weiter hochfahren. Ich darf jetzt gar nicht unbedingt an den anderen orientieren. Den Trikot in der Gruppe. Dann setzen wir einen Schokoriegel rein. Und wir sehen, wir sind wirklich nicht gut in Form. Kommen mit dem Besten nicht mit. Und wir gehen natürlich mit einer Tagesform plus 5 ist irre. Ich glaube, selbst mit dem Wert 70 wird es relativ schwierig ins Ziel zu fahren, weil es oben weiterhin steil ist. Amador fährt wieder vorbei, Bickert, Senny, der keinen guten Tag erwischt hat anscheinend. Wahrscheinlich ist der Bock vom Bergwert hat. 77. Noch 6 Kilometer, der tritt jetzt schon sehr schwer. Montes im grünen Trikot. Bennett ist jetzt vom, müsste jetzt leider, also leider aus Sicht von Formolo, quasi abreißen lassen. Bennett, wie gesagt, der jetzt vorne ein bisschen rausgefallen ist. Wir fahren konstant weiter. Schauen, was noch drin ist. Ich weiß nicht, sollen wir mal 75 hochgehen? Ich würde erst nochmal warten. Jetzt gibt es hier nochmal eine Attacke von Kollegen Bickert. Wir gehen mal 75 hoch. Der Vorsprung nach vorne ist gar nicht so groß. 1-2 Minuten werden es sein. Da werden wir jetzt auch gleich wieder hinfahren. Hoffe ich. Ja, sieht so aus. Jetzt sind wir quasi auch, ne? Es täuscht ein bisschen immer, wenn die in die Kurve fahren. Vorne müsste sich jetzt quasi Formolo wahrscheinlich abgesetzt haben, oder? Warren Bagui versucht zu kontern. Vielleicht werden wir noch Dritter der Etappe, weil wir sehen, dass Mintjes sich jetzt auch ein bisschen übernommen hatte. Unser gelber Balken ist aber auch gleich weg. Aber es sollte eigentlich sich ganz gut ausgehen. Ja, Warren Bagui ist da auch abgehängt worden, dann hinten raus. Jetzt schauen wir mal, der rote Balken wird gleich leiden. Aber vielleicht können wir ja sogar noch ein kleines bisschen sprinten. Da versucht Mintjes zu sprinten. Ja, wir können, na, er fährt jetzt vielleicht nochmal an uns vorbei. Ja, war ein super Sprint. Sind wir Vierter geworden. Hinter Formolo, Bagui und Mintjes. Mit Mintjes sind wir zusammen angekommen. Die anderen beiden sind entweder zu gut oder eben haben eine Tagesform von plus 5. Da konnten wir dann natürlich nicht mithalten. Aber immerhin Vierter geworden, mehr war heute einfach auch nicht drin. Das hat man deutlich gesehen. Steph Krass ist Zehnter geworden, also unser Team immer gut vorne platziert. Zweiter, Vierter, Zehnter. Da können wir gut mit leben. Mal schauen, wo wir die Rundfahrt jetzt im Endeffekt beenden. Ich hoffe, dass da vorne ist ein Lift. Wenn es ein Haus ist, sieht es ziemlich gefährlich aus. Da so über den Abhang rüber hängt. Das war jetzt nicht so spektakulär, muss man sagen, aber ist halt der nicht so guten Fitness geschuldet. So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Da
Da sehen wir, Formolo hat alles gegeben, war relativ platt. Warren Barguil war auch nicht weit dahinter, circa eine Minute, würde ich sagen. Und dann kamen auch wir schon ums Eck. Ich habe gar nicht geschaut, wie groß der Rückstand war. Formolo übernimmt das Ruder, das er ja sowieso die ganze Zeit quasi schon in der Hand hatte. 2 Minuten 19 haben wir im Endeffekt verloren, beenden die Rundfahrt auf Platz 5. Da sind wir leider nicht mehr an Manuel Senni vorbeigekommen. Warren Barguil wird Zweiter. Deutlicher Sieg für Davide Formolo, der wie gesagt wahrscheinlich uns auch bei der Tour de France über den Weg laufen wird. Aber wir sehen, der Durchschnittswert ist gar nicht so stark mit 77. Der wird schon auch seine Probleme bekommen. Ausdauerwert ist ein bisschen stärker als bei uns. Beschleunigung natürlich auch, aber der Zeitverwert ist ziemlicher Mist. Also hoffe ich, dass wir da Zeit gut machen könnten. So, wie gesagt, Platz 5. Wir schauen uns die Wertung natürlich noch an. Bergwertung sind wir im Endeffekt auf Platz 8. Die gewinnt wahrscheinlich vollkommen... Ach nee, Louis Meintjes gewinnt. Formolo nur Zweiter. Der Punktewertung sind wir Siebter. Da gewinnt Formolo. Jungtalente-Wertung haben wir gewonnen. Und als Teamwertung, die haben wir dominiert mit 8 Minuten 24 vor Kasmanigas. So, dann sehen wir uns beim nächsten Rennen wieder. Das ist die Amgen Tour of California. Haben wir das Training ja jetzt schon quasi drauf ausgerichtet. Da sehen wir allerdings, dass die Müdigkeit dann relativ deutlich nach oben gehen würde. Deswegen würde ich dann vielleicht zur Tour of Luxemburg nochmal mit dem Training etwas runtergehen, beziehungsweise nach der Tour of California, die am 17.05. endet. Dann gehen wir hier, haben wir eh nur 3 Trainingstage, die aber quasi danach dann stattfinden werden. Gehen wir hier nochmal deutlich runter. Vielleicht machen wir da mal gar kein Training, damit die Fitness sich nochmal quasi erstmal nach unten bewegen kann. Dann ist die Ermüdung hier quasi, na jetzt schon an die 20%. Dann sind wir halt bei der Skoda-Tour relativ schlecht drauf, was auch gar nicht so schlimm ist. Das ist dann Anfang Juni zur Tour de Suisse, sind wir dann vielleicht mittelmäßig in Form, dass wir so im gelben Bereich da starten. Und dann entwickeln wir uns zur Tour de France hin auf den grünen Bereich zu. Das müssen wir schauen, dass wir das von der Planung da hinkriegen. Wie gesagt, hier machen wir mal eine komplette Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mal sagen, durchwachsener Giro del Trentino. Nicht nur, weil der Ulle nicht in Form war, sondern wie gesagt, weil ich es auch nicht perfekt gespielt habe. Und dann versprochen, nächste Mal besser in Form bei der Tour of California. Wir sehen es hier ja auch. Wir werden dann im grünen Bereich auf jeden Fall ankommen und bessere Ergebnisse einfahren. Dann sehen wir uns. Bis dann.